Sind Sie Sportfan und reisen möglicherweise auch ganz gern? Dann bieten sich im kommenden Jahr jede Menge tolle Reiseziele an. Im Februar zu den Olympischen Winterspielen nach Vancouver, im März zur Eiskunstlauf-WM nach Turin und natürlich das absolute Highlight, die Fußball-WM im Sommer in Südafrika. Wer gegen wen spielt, wurde Anfang Dezember ausgelost und nun sollten sich Fußballfans mit Reiseambitionen allmählich beeilen, Tickets und Reisen zu organisieren. Und wie das geht und was sie dabei beachten sollten, jetzt in unserem Service. Südafrika ruft. Die Fans kommen. Wie vor 4 Jahren in Deutschland. Afrika, ein tolles Reiseziel auch zur WM. Absolut keine Frage. Und darüber sprechen wollen wir trotzdem jetzt noch mit dem Reisejournalisten Jürgen Drensek. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Offizieller Partner der FIFA für die Reise ist der Tour. Das günstigste Angebot haben wir jedenfalls gefunden, liegt bei 2.769 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das ist ja, oder man könnte auch sagen, jede Menge Geld. Ja. Was bekomme ich denn dafür geboten? Lohnt sich's? Also erstmal muss man sagen, der Tour ist der Platzhirsch, ist wirklich ein Partner der FIFA, aber der Tour ist nicht alleine. Es sind 4 Veranstalter insgesamt in Deutschland, die den Zuschlag bekommen haben. Neben der Tour ist noch Fieten Tours, das ist ein Sportreiseveranstalter. Passion South Africa ist ein kleiner Spezialist und Thomas Cook, die also über ihre englische Mutter sozusagen auch die Vorrundenspiele bespaßen. Und 2700 etwas, das ist wirklich sozusagen das Anfangsangebot. Das geht natürlich ganz massiv nach oben, wenn ich die gesamte WM sehen möchte. Also von Anfang bis Ende da bin und alleine runterfahre, dann sollte ich schon 20.000 Euro mir zusammensparen. Okay, also das ist also das ist nicht jetzt sozusagen der Last-Minute-Urlaub. Ja. Was bekomme ich dafür? Alle Veranstalter machen Pakete. Das heißt, ich bekomme den Flug, ich bekomme das Hotel, ich bekomme die Transfers, ganz, ganz wichtig in Südafrika, und ich bekomme die Eintrittskarten. Das ist noch wichtiger, denn sonst brauche ich nicht runterzufahren. Ja. Und ich habe nur ein touristisches Rahmenprogramm, dass das Ganze eben so eine hübsche Reise wird. Geht es denn möglicherweise auch irgendwie günstiger? Naja, das Günstigste ist ja Public Viewing in Deutschland auf dem großen Platz. Naja gut, aber wenn man gerne vor Ort sein möchte also und natürlich günstig, die Atmosphäre günstig und solche möchte. Veranstaltungen, das schließt sich eigentlich gegenseitig aus, egal wo etwas stattfindet. Die Preise gehen astronomisch in die Höhe. Wenn ich jetzt tatsächlich schon eine Karte habe, das ist ja die Voraussetzung, dann kann ich mich natürlich um einen Flug bemühen. Es sind unheimlich viele Flüge dazugekommen, also ich glaube 60 oder 70 Verbindungen pro Woche zusätzlich in dieser Zeit. Also das heißt, man muss sich selber den Flug suchen, man muss sich selber ein Hotel suchen und wenn man sich das jetzt alles anschaut, Südafrika ist jetzt auch nicht der sicherste Fleck der Welt, würden Sie sagen, lieber, wenn man das Geld denn hat, dieses Paket buchen bei einem Reiseunternehmen? Also ich denke, alles andere ist ein Wahnsinn. Also wenn ich nicht gerade Verwandte oder Bekannte unten in Südafrika habe, die auch ein eigenes Auto haben, dann möchte ich mir diesen Stress nicht antun, denn die Public Transportation ist einfach schrecklich da unten. Das kann man sich nicht vorstellen. Hier in Berlin setzt man sich in die U-Bahn, fährt zum Olympiastadion und sie kommen gar nicht hin. Ja, das ist das Problem. Sie haben gerade die anderen Anbieter angesprochen. Wenn ich über die buche, kann ich aber auch sicher sein, dass ich Tickets bekomme. Absolut. Also das ist absolut das Paket, garantiert Ihnen die Tickets der deutschen Mannschaft bei Fieten Tours. Und sollte die deutsche Mannschaft ausscheiden, dann bekommen sie automatisch die Spiele mit der Mannschaft, die die Deutschen rausgekickt haben, damit sie dann in den Spielen die Gegner bejubeln können. Und wie komme ich, wenn wir gerade bei Karten sind? Das hoffen wir natürlich nicht, dass die Deutschen ausscheiden. Also wir hoffen, dass alle, die buchen, natürlich bis zum Finale dabei sein werden. Die Veranstalter hoffen das. Wo bekomme ich denn Tickets eigentlich? Also wenn Sie noch keine haben, ist man spät dran. Ist man etwas sehr spät dran. Es gibt bei der FIFA, glaube ich, noch einmal eine Phase, eine Last-Minute-Phase, wo man Tickets bekommen kann. Aber also das sind ja ganz eigene Geschichten. Das läuft nur über den Fußballverband. Das haben, da haben die Veranstalter auch nichts mit zu tun. Weil wir gerade gesagt haben, Südafrika, Reiseland. Wenn wir hier Sommer haben, haben die da natürlich Winter. Jetzt mag der ein oder andere denken, naja, wenn ich schon so viel Geld auf den Tisch lege, dann hänge ich gleich noch eine Rundreise dran. Lohnt sich das? Ja und nein. Also man muss davon ausgehen, im Juni, Juli ist das die schrecklichste Zeit für Kapstadt. Da ist es da Winter, da ist es gruselig und regnerisch und kühl. Johannesburg ist ganz nett, der Krüger Nationalpark ist auch ganz nett. Das sind so Temperaturen um 18 Grad. Ganz wichtig, wenn man hinfährt, auf jeden Fall dicke Jacke mitnehmen in den Stadion. Abends wird es richtig winterlich kühl. Also man kann eine wunderbare Rundreise machen, aber die beste Reisezeit für Südafrika ist jetzt und nicht im Sommer. Dann sollten wir vielleicht die WM einfach wieder zu uns holen, nach Deutschland, das oder? Dann könnte Idee. Man sich die Reise sparen. Vielen Dank, dass Sie heute früh bei uns waren und uns informiert haben über das Ereignis des nächsten Jahres, über die WM in Südafrika. Herzlichen Dank und wir machen weiter. Da machen wir weiter. So, die Zeit der Jahresrückblicke, die ist nämlich auch gekommen.
Doch musikalisch schauen wir für Sie bereits, wie übrigens ja. 2009 ist fast gelaufen. Schauen wir also nach vorn und reden über den Urlaub 2010. Vielleicht hat manche Ehefrau dieser Tage den Eindruck, ihr Mann habe die Urlaubsmuffelei endlich hinter sich gelassen und plane frühzeitig die nächste große Reise. Wenn er dann jedoch ausgerechnet Südafrika vorschlägt, hat er möglicherweise den einen oder anderen Hintergedanken. Und die kreisen vermutlich um Fußball. Zur Weltmeisterschaft im Sommer werden sich viele deutsche Fans auf den weiten Weg ans Kap der guten Hoffnung machen. Und das sollte besser keine Fahrt ins Blaue werden. Etwas Planung tut wohl Not. Ein tolles Reiseziel auch zur WM? Tja, eine Frage, die ich eigentlich gleich weitergeben könnte an Jürgen Drensig, Reisejournalist, der ist heute Morgen bei uns. Schön, dass Sie da sind, Herr Drensig. Guten Morgen. Ja, ist das was für den deutschen Fußballfan oder ist die WM doch lieber vom Sofa aus zu betrachten die bessere Alternative? Also es ist zumindest beruhigender vom Sofa oder von einem wunderbaren Public Viewing in Deutschland, da wenn man hinfahren will. Ich glaube, da muss man starke Nerven haben, auch wenn man sich in diese Rundum-Sorglos-Pakete der Veranstalter begibt, die es ja durchaus gibt, aber ja. Auf eigene Faust nach Südafrika. Ich habe jetzt ein Ticket und ich fliege jetzt einfach mal da runter und gucke, dass ich klarkomme. Puh. Keine gute Idee. Es ist nicht das gleiche wie die WM in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Also da ist schon ein bisschen chaotischer da unten. Aha. Sprechen wir über die Einzelheiten, was man auf jeden Fall braucht. Sie sagen, ganz gute Nerven können nicht schaden. Bisschen Geld im Vorfeld wäre auch ganz gut. Das wird ein teurer Spaß. Ja, also zum Nulltarif gibt es das nicht. Und ich sage mal, wir gehen wirklich davon aus, jetzt mal die Veranstalterpakete, weil das Sinnvolle ist. Mhm. Da gibt es also den Platzhirsch, das ist der Tour. Mhm. Dazu gibt es Fietentour, das ist ein sehr spezialisierter Sportreiseveranstalter. Passion South Africa ist ein kleiner Spezialist, der das auch darf. Und Thomas Cook darf die Vorrundenspiele der Deutschen machen. Und die bieten alle so ein Komplettpaket an? Die bieten alles als Paket an. Das heißt, es ist der Flug, es ist das Hotel, es sind die Transfers zum Stadion, extrem wichtig. Es sind die Tickets und ein bisschen touristisches Rahmenprogramm. Im Einzelnen unterscheiden die sich. Fietentours sagt, wir fliegen alle nach Johannesburg. Da haben wir ein großes Fancamp, das ist also ein großes Hotel. Da ist Public Viewing, da kommen Experten hin. Das ist eine richtige Spaßveranstaltung. Und wir schaffen die Leute dann mit Bussen oder Flugzeugen zu den entsprechenden Spielorten. Mhm. Also vorstellen ist auf Deutschland bezogen. Mhm. Camp ist in Berlin, ja. Spiel ist in München. Ja. Sie fahren es am Tag, der spielt mit dem Bus darunter. Okay. In Deutschland funktioniert das vielleicht, in Südafrika muss man Nerven haben. Also selbst wenn man so pauschal bucht und so ein Komplettpaket hat, würden Sie sagen, so ganz verlässlich muss das nicht sein? Naja doch, also mal so, die Veranstalter sind natürlich erfahren, auch der Tour ist seit zig Jahren in dem Land. Die haben also eine wunderbare Infrastruktur mit ihren Bussen. Also wie gesagt, der Tour und die anderen bringen die Leute auch zu den Spielorten, machen drumherum ein bisschen touristisches Programm, sodass man zumindest schon in der Nähe des Stadions ist und mit den Bussen wenigstens in die Nähe des Stadions kommt und hinterher hoffentlich den Bus wiederfindet nach dem Spiel. Aber es ist schon, man muss schon wirklich Fan sein, das zu machen. Aber man kann es machen und es ist eben nicht billig. Das sagten Sie ja gerade, 2700 noch was. Es ist der Anfang. Wenn Sie die ganze WM machen wollen, müssen Sie schon 20.000 Euro mal eben bereithalten. Ja. Also da ist die Ehefrau wahrscheinlich nicht mehr so glücklich, wenn der Mann das jetzt als Urlaubsplan macht. Könnte Ärger geben. Jetzt war es ganz schwierig, die Tickets zu kriegen. Mal angenommen, jemand hat eins oder kann noch eins bekommen. Ist das der Grundbaustein, den man braucht und die Reise drumherum dann planen? Also ich denke mir, das ist sicher das A und O, jetzt ein Ticket erstmal zu haben und dann kann man versuchen, einen Flug zu bekommen. Vielleicht einen Flug mit einer Umbuchungsmöglichkeit, sodass man ihn vielleicht hinterher wieder verkaufen kann, wenn es nun doch nicht klappt. Hotels sind natürlich teuer, wie immer in irgendwelchen Ländern, wo eine Sportveranstaltung ist, gehen die Preise extrem nach oben. Man kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt einfach in ein Hotel irgendwo 30 Kilometer entfernt vom Spielort, denn es gibt eben keine Public Transportation, so wie wir es kennen. Man kann sich als Deutscher jetzt nicht einfach so einen kleinen Minibus reinsetzen und sagen, naja, irgendwie komme ich schon dahin. Es ist schon nervig. Bei all den Unwägbarkeiten, die es vielleicht gibt, eine Reiserücktrittskostenversicherung oder möglichst versuchen, sich irgendwie abzusichern, ist das was? Also es gab zwar die absurdesten Reiserücktrittskostenversicherungen mit Wettergarantie oder Arbeitslosigkeit, das gab es alles schon, oder gibt es auch. Aber das da nach dem Motto, ich bin da und komme nicht zum Stadion und will jetzt das Geld zurückhaben, das gibt es nicht. Ganz schwierig. Okay, also Informationen sammeln, das war heute nur ein Anfang. Man muss vieles tun, wenn man aufbrechen will nach Südafrika. Vielen Dank, Herr Drensig. Man muss Geld haben. Und Geld, das sollte nicht schaden, auch dafür nicht. Vielen Dank für den Besuch heute.